Welcome to the International Conference, The Long History of Claims for the Return of Cultural Heritage from Colonial Context. Before we start with the opening remarks, I kindly ask you to turn off your microphone and camera, please. Most of the talks of this conference will be held in English. German speeches will be translated. To use the simultaneous interpretation, you can use the globe button on the lower chart of your Zoom screen. Under interpretation, you can select the English channel. When following us on live stream, there are two links provided. I will get back to you later for further information on the program and materials, but first I pass the word to Professor Lupfer for his opening remarks. Dear participants of the German Lost Art Foundation's Autumn Conference, dear cooperation partners, dear colleagues, I'm very, very delighted to welcome you online today. This is no equivalent for a meeting face to face, but we could hardly have realized a live event with the participants from all over the world during the pandemic. We would especially have missed the international guests whose contribution will be vital at this conference. For the German Lost Art Foundation, this is the first autumn conference dedicated to the so-called colonial context. For about 3 years, we have worked on this subject, be it as a funding institution, as a network organization, or encouraging research. In this context, I would also like to mention the recently published first installment of our new digital publication series, The Working Papers. Here, Lars Müller outlines the previous history till 1970 of restitutions and pertinent claims. A link to the paper is available in the media center of our conference website. At last, the consequences of colonial despotism have recently come into greater public focus in Germany, and they are an important part of our work at the foundation too. Nevertheless, we do not neglect our other duties, in particular the funding and networking activities aiming at identifying so-called Nazi-looted art and the support of fair and just solutions. Furthermore, we focus on the loss of cultural property during and directly after World War II, as well as cultural property losses in the Soviet zone of occupation and the GDR. Last, not least, we run databases like Proviana. We choose the subject of the long history of restitution claims and the comparatively rare examples of actual restitutions to formerly colonized eras because there is a considerable need for research and for information in this field. However, the subject has certainly been addressed before. I would only like to mention Benedict Savoy, to whom we owe extremely valuable fundamental research and in this and a lot of other areas. Hence, we asked her to give the evening lecture on Thursday and tomorrow. We feel that the conference will make a meaningful contribution to what could be referred to as the current restitution debate. The event will provide historical foundations and demonstrate that the restitution debate is by no means a recent invention. Rather, we must look back at a long history reaching from modest requests to forceful demands and from often shameful attempts at sitting things out and fending them off. At least, there were some and all the more notable restitutions over the course of around
150 years. In planning the conference, not only did we want to invite scholars from Europe or North America, but also from those regions where historical claims originated. We did not succeed in this as much as we had hoped, and perhaps we did not reach yet all those who were potentially interested. Yet we are very delighted that we will hear some pointed arguments from the South today, tomorrow, and on Friday. Above all, I would like to express my thanks to all the scholars who will share the results of their work with an international audience or who take part as a chair in the conference. I would also like to thank all our colleagues from the German Lost Art Foundation in Magdeburg and Berlin, who helped to prepare and organize this conference with great commitment, especially my colleagues of the departments 2 and 5. We certainly found the preparation of an online conference to be fairly labor intensive. The concept included also ideas from Jonathan Fine and from Hubertus Büschel, to whom I am also grateful. My great thanks to our cooperation partners from the Research Center for Material Culture in the Netherlands, in particular Wayne Modest, as well as the Stiftung Preußischer Kulturbesitz, for whom Hermann Patzinger will speak in a moment. Lastly, I express our gratitude to the Federal Minister of State for Culture and the Media, Monika Grütters, and her team, not only for the financial support of the German Lost Art Foundation and hence this conference, but also for her very real commitment to this cause. Sehr geehrte liebe Frau Staatsministerin Grütters, ich darf jetzt an Sie übergeben. Dankeschön. Bin ich frei? Ja, vielen Dank, lieber Herr Lupfer, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Professor Lupfer, lieber Professor Patzinger, ich sehe Sie auf dem Bildschirm, lieber Herr Professor Modest aus den Niederlanden, der ja gleich auch noch einen Beitrag in der Konferenz geben wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Name Abdulrazak Gurnah war mir jedenfalls bis vor kurzem offen gestanden, wie vielen anderen, denke ich, kein Begriff. Als im Oktober bekannt wurde, dass er für seine eindringliche Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Kolonialismus den Literaturnobelpreis erhält, hieß es, keiner seiner Romane sei derzeit auf Deutsch verfügbar. Obwohl er zu den wenigen literarischen Stimmen zählt, die Zeugnis ablegen, insbesondere auch und gerade von der deutschen Kolonialherrschaft. Und dass in Deutschland bis dato leider kaum jemand Notiz davon nahm, zeigt einmal mehr, dass wir bei der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit unseres Landes doch noch ganz am Anfang stehen, politisch wie gesellschaftlich. Gerade die Literatur kann in der Breite der Gesellschaft das Bewusstsein schärfen für Leid, für Unrecht und Ungerechtigkeit, auch im Zusammenhang mit der deutschen Kolonialherrschaft. Gerade die Literatur, die eben wirklich in der Breite wirkt. Sie kann damit Wegbereiterin sein für einen respektvollen Dialog auf Augenhöhe mit vom Kolonialismus betroffenen Menschen, Gesellschaften und Ländern. Und politisch zählt bei der Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit, zu der sich ja die Regierungsparteien im letzten Koalitionsvertrag, also vor 4 Jahren, für die vergangene Legislaturperiode immerhin verpflichtet haben, also die Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit, politisch zählt bei dieser Aufarbeitung nicht zu der zuletzt der Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in unseren Museen. Gemessen an der langen Geschichte der Rückgabeersuche, und darum geht es ja in Ihrer Tagung auch, das ist ja schon Jahrzehnte vorher
immer wieder gebeten worden, Stücke zurückzugeben, um die es eben bei der heutigen und morgigen Tagung gehen soll, mag die Etappe, die wir dabei in den vergangenen 4 Jahren, nur 4 Jahren zurückgelegt haben, noch vergleichsweise kurz erscheinen. Aber zahlreiche Schritte zeigen die Ernsthaftigkeit der Bemühungen und haben die Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte ein ganzes Stück weit vorangebracht. Lassen Sie mich kurz auf die wichtigsten Meilensteine eingehen, die auch in meiner Amtszeit hier erreicht worden sind. In den, wir nennen das so, ersten Eckpunkten zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten haben der Bund, die Länder und kommunale Spitzenverbände bereits 2019 Ziele und Schwerpunkte festgelegt und für die Umsetzung eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet. Transparenz, Forschung, Vermittlung, Rückführung und Kooperationen. Das sind ihre zentralen Handlungsfelder, immer unter Beteiligung natürlich der Herkunftsstaaten und Gesellschaften. Also Transparenz, Forschung, Vermittlung, Rückführung und Kooperationen. Voraussetzung für einen angemessenen Umgang mit Sammlungsgut ist dabei immer die Provenienzforschung. Deshalb habe ich Mittel, Finanzmittel bereitgestellt, damit das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, also Herr Lupfer, Sie und Ihre Kollegen, damit das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste diese Provenienzforschung im kolonialen Kontext auch intensiv fördern kann. 40 geförderte Projekte mit einer Gesamtsumme von rund 4,4 Millionen Euro. Das ist eine Bilanz bisher. Herzlichen Dank nochmals, lieber Herr Professor Lupfer, liebe Frau Dr. Förster und Ihrem Team für das große Engagement auch und für die gute Zusammenarbeit mit der BKM. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat sich zu einer treibenden Kraft historischer Aufarbeitung von Kulturgutentziehung, vor allen Dingen zuerst während der NS-Diktatur entwickelt. Seit wir es in einem wahren Kraftakt, muss ich auch noch mal erinnern, kurz nach meinem ersten Amtsantritt, das war Ende 2013, innerhalb kürzester Zeit, nämlich mit weniger als einem halben Jahr, gemeinsam mit Ländern und kommunalen Spitzenverbänden ins Leben gerufen haben. Und dass wir eine Bund-Länder-Einrichtung mit allen Bundesländern in weniger als einem halben Jahr in Deutschland aus der Taufe heben, ist wirklich bemerkenswert und zeigt auch die Ernsthaftigkeit und die Bedeutung, die politische Bedeutung, die wir dem dann neu gegründeten Deutschen Zentrum Kulturgutverluste wirklich gemeinsam durch alle Ebenen, Kommunen, Land und Bund beimessen. Auch mit seinen Aktivitäten zur Provenienzforschung im kolonialen Kontext nimmt das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste eine zentrale Rolle als Förderer auch dieser Aufarbeitung mittlerweile wahr. Auch dafür, lieber Herr Lupfer, nochmal schönen Dank. 2020 hat außerdem die Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland ihre Arbeit aufgenommen. Eine ganz wichtige Einrichtung, damit Menschen aus den Herkunftsgesellschaften wissen, an wen sie sich in dem ja zugegebenermaßen komplizierten Geflecht des deutschen Föderalismus wenden müssen, wenn sie Auskunft benötigen. Ich glaube, diese zentrale Kontaktstelle ist sehr, sehr wichtig. Wichtig ist auch, dass alle Menschen Museen ihre Bestände erforschen, und zwar proaktiv. Nicht erst dann, wenn es Rückführungsersuchen gibt, sondern von sich aus. Dies erfordert von den Museumsverantwortlichen eine große Sensibilität. Deshalb hat der Deutsche Museumsbund mit Unterstützung aus meinem Kulturetat einen sogenannten Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten erarbeitet und im Frühjahr eine Aktualisierung dazu veröffentlicht, damit die Museen auch ähnliche Handlungsschritte gehen und nicht jedes nach seiner eigenen Logik vorgeht, sondern damit auch tatsächlich bundesweit sichtbar wird und einheitlich gehandelt wird, wenn es um diesen kolonialen Kontext und ihre Aufarbeitung geht und damit andererseits Menschen aus den Herkunftsgesellschaften auch tatsächlich konzentriert Auskunft erlangen können und es vergleichbare Informationen gibt. Auch zahlreiche von der BKM, also von uns und unserem Ministerium geförderte Einrichtungen, zum Beispiel das Deutsche Historische Museum, tragen schon lange zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit bei. Wir haben dort zum Beispiel im DHM eine große Ausstellung zu diesem Komplex gesehen.
Auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger ist gerade als Präsident ja auch in dieser Konferenz jetzt schon dabei, stellt sich in zahlreichen Projekten ihrer historischen Verantwortung, unterstützt von uns, von der BKM, insbesondere ja auch mit zusätzlichen Stellen für die Provenienzforschung. Sie sollen insbesondere auch die Erforschung der im Humboldt-Forum ausgestellten Objekte ermöglichen. Das Humboldt-Forum hat eine große, populäre, breite öffentliche Sichtbarkeit und es stellt ja gerade Werke aus den ethnologischen Museen aus, deren Erforschung in diesem spektakulären Projekt Humboldt-Forum besonders wichtig ist, damit dort die Herkunfts- und Erwerbungsgeschichte auch einem breiten Publikum dargestellt werden kann. Dass Deutschland bereit ist, den Worten und der Forschung eben auch Taten folgen zu lassen, zeigt sich mittlerweile im Umgang mit offiziellen Rückgabeersuchen. Beispielhaft sind die bereits erfolgten Rückgaben der Familienbibel und der Peitsche von Hendrik Witboi aus dem Lindenmuseum in Stuttgart. Das war eine ganz wichtige Rückgabe, aber auch die Rückgabe der Kreuzkappsäule des Cape Cross Werkes, die Teil der Sammlung des Deutschen Historischen Museums war. Dort steht jetzt eine Replik. Und die Kreuzkappsäule, die an die Republik Namibia zurückgegangen ist und auf dem Boden Namibias ja seitdem darauf wartet, an einer noch zu findenden Stelle aus wieder aufgestellt zu werden. Corona hat uns da in der Zwischenzeit Schwierigkeiten gemacht, aber das Cape Cross Objekt ist ja bereits in Namibia. Eine historische Wegmarke in der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit ist die gemeinsame Erklärung zum Umgang mit den Benin-Bronzen, auf die die Leitung der deutschen Mitgliedsmuseen der Benin Dialogue Group, die Kulturministerinnen und Minister der Länder und Vertreter des Auswärtigen Amtes und eben unser Ministerium, die BKM, sich bei einem von mir initiierten Treffen im April dieses Jahres verständigt haben. Vereinbart wurde umfassende Transparenz im Umgang eben mit den Benin-Bronzen, künftige Kooperationen auch mit den Herkunftsgesellschaften, vor allen Dingen in Nigeria, sowie die grundsätzliche Bereitschaft zu substanziellen Rückgaben einzelner Benin-Bronzen noch im Jahr 2022. Also im kommenden Jahr haben wir vereinbart, soll es substanzielle Rückgaben aus den deutschen Museen nach Nigeria geben. Darüber hinaus wollen wir uns mit den nigerianischen Partnern darüber verständigen, wie Benin-Bronzen auch weiterhin in Deutschland gezeigt werden können, etwa im Humboldt-Forum. In die deutsche Kolonialgeschichte und auch der Umgang mit diesem speziellen Kapitel müssen ja auch hier den Menschen erklärt werden. Viele weitere deutsche Einrichtungen, die Kultusministerkonferenz sowie die kommunalen Spitzenverbände haben sich mittlerweile der Erklärung angeschlossen. Also nicht nur die, die im April bei dieser Konferenz, die zu der gemeinsamen Erklärung führte, dabei waren, sondern auch viele andere Häuser, in denen einzelne Stücke liegen. Als erste Transparenzmaßnahme haben wir auf der Website der Kontaktstelle eine Aufstellung aller im Besitz der am Gespräch beteiligten Museen befindlichen Benin-Bronzen veröffentlicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, diese Transparenz, damit die ganze Welt weiß, über welche einzelnen Artefakte wir sprechen. Auch werden die Museen bis Ende 2021, also in wenigen Wochen, die Provenienzen zu diesen Objekten umfassend dokumentieren und auf der Website der Kontaktstelle eben auch diese Provenienz veröffentlichen. Der nigerianische Kulturminister Lai Mohammed hat sich beim Besuch einer hochrangigen nigerianischen Delegation in Berlin im Juli diesen Jahres explizit dafür bedankt, dass Deutschland eine führende Rolle bei den weltweiten Bemühungen um Rückführung der Benin-Bronzen übernommen hat. Erfreulich ist auch, dass im Oktober beim Besuch einer wiederum deutschen Delegation in Nigeria, ich glaube, Hermann Patzinger war Teil dieser Delegation, eine Absichtserklärung unterzeichnet wurde, die vorsieht, die Rückgabe von Benin-Bronzen aus deutschen Museen in breit angelegte Kooperationen im Bereich Museumsaustausch, Museumsneubau und Archäologie einzubetten.
Die Einrichtungen und ihre Träger bereiten nun immer natürlich im partnerschaftlichen Dialog mit der nigerianischen Seite die notwendigen Schritte für substanzielle Rückgaben vor. Mit diesen Maßnahmen haben wir ein, wie ich glaube, gutes Fundament für die Fortsetzung der Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte in dieser jetzt beginnenden neuen Legislaturperiode gelegt. Und ich bin überzeugt, dieses Thema muss und dieses Thema wird aber auch weiterhin eine hohe kulturpolitische Priorität haben, auch und gerade hier in Deutschland. Denn Abdulrazak Gurna, der Literaturnobelpreisträger, den ich eingangs zitiert habe, hat recht, wenn er sagt, und ich zitiere ihn jetzt aus einem seiner Interviews: "It's not that colonialism has gone. Colonialism and its consequences are still with us. It's an event which happened many decades ago, but its consequences continue to be with us." Und my hope is that raising awareness and focusing attention on this legacy will prepare the way for understanding and reconciliation with the descendants of those who suffered oppression, also at the hands of Germans. Achieving that is worth every effort, and I hope that we will all find the necessary empathy, strength, and persistence to do so. May this conference bring us another step closer to this goal. Thank you very much for your attention. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear State Minister Monika Grütters, dear Gilbert Lupfer, dear Wayne Modest. The Stiftung Preußischer Kulturbesitz, the Prussian Cultural Heritage Foundation, is very pleased to co-host this conference in close cooperation with the Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, German Lost Art Foundation, and with the Research Center for Material Culture of the National Museum of World Cultures in the Netherlands. The list of speakers and presentation during the next 3 days is very impressive, and we are very grateful to all of you for making time to contribute to this important event. The Prussian Cultural Heritage Foundation, SPK, as an organization, for SPK as an organization, this conference is of great practical importance for our work. As you all know, we have stewardship of a large collection of objects from outside Europe. Most of them were collected in the colonial era. More recently, we have in our care also a huge collection of human remains taken over from the Charité, where they originally have been collected and kept during the last more than 100 years. Most of these human remains, if not all, were also brought to Europe during the colonial era. Over the past years, the debate on the restitution of collections acquired in colonial contexts has gained a huge amount of momentum. This debate, which is very welcome and long overdue, has a very central and direct effect on our work. Museums are where this debate gets real. But although museums have been part of the colonial system and took benefit from the colonial system, the question of decolonization is definitely not just an issue of museums, it's a challenge for our whole society or for many other institutions which had been involved too. But museums are among the first which can make the turn visible and create a new relation. Museums, however, do not have the luxury of formulating ideal solutions for an ideal world, but in the meantime, they are engaged in more and more very real and practical cooperations and co-productions with countries and communities of origin, and with the aim of finding solutions which take into account the viewpoints of all the stakeholders involved. Doing things together and deciding about the future of things together, this is perhaps still not the ideal solution, whatever that might be, but without doubt, it's the best way of doing these things. And this is, of course, a challenging task. We are working with the countries and communities where the collection originated. This is central.
And as German institutions, we are also answerable to a German public, including diaspora groups from the countries of origin living here in Germany, whose opinions on the topic may be quite diverse. In doing this important work, it is crucial for us not to make the same mistakes that others had made before us. Much rather, we must learn from the past experiences around restitutions, especially past examples of successful restitution. And if we let these experiences improve our work, then real progress can be made. That is why this conference is so important for all of us. In the initial restitutions by SPK to countries of origin have been taking place over the last few years. And we are engaged in conversations around the repatriation of further human remains as well as objects in our care. Glancing through the papers of this conference that will be presented as part of this conference, there are many links to restitution projects we have been able to complete or we are working on. Let me give you just a few examples for recent restitutions. Last year, in spite of the global pandemic, two Toimoko, which had been in the care of the Ethnological Museum in Berlin, returned home to New Zealand. To realize this restitution, we worked closely with and profited greatly from the outstanding expertise and experience of our colleagues at the Papa Museum in Wellington. And I'm very pleased to see that Amber Aranui will be contributing to the conversation tomorrow. The restitution of the Benin bronzes, we just heard about that, is obviously a very important project for all of us. And we will be hearing about an early request of restitution later this afternoon. In the past 3 years, we researched in depth the history and provenance of a collection of human remains from Eastern Africa. This included human remains from Tanzania. Last year, we offered to restitute these human remains to the countries of origin. Completing this restitution will take time. And it is not for us to set up a schedule. Much rather, now our colleagues in Tanzania must have time to consider how to proceed. And we realize that they also may need to have difficult conversations before these remains can be returned. The poster presentation on human remains from Iringa, Tanzania, with the title, I quote, "Stirring up a hornet's nest or letting sleeping stork lie," may give us insights into the challenges that such repatriations face. And of course, we will be starting this conference with a keynote on ancestral Hawaiian remains and their belongings from the collection of Eduard Arning. We are in fruitful conversations with the Office of Hawaiian Affairs and are looking forward to restituting human remains and funerary objects to Hawaii, hopefully early next year. Some of these come from the Arning collection. So hearing from Noelle Kahanu is of the greatest relevance to us. Let me close these opening remarks with one final thought. In the current debate in Germany, restitution has very much become the core issue, and it is, of course. But what we have learned in the conversations which we are having with communities and countries of origin is that both sides see restitution not as an end, but as a beginning of a new relationship. Restitution can and also must be a starting point for cooperation, for knowledge to be shared, and as a starting point to rethinking narratives around objects. If we learn from the past to achieve both restitutions, but also a continued cooperation and a better mutual understanding, then hopefully similar conferences in the future will have more success stories to recount. Success stories about a new relationship between the global North and the global South, what is crucial in our times. Thank you very much.